So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, habt ihr schon mal alles richtig gemacht. Wir haben schon erst einen Teil dazu rausgebracht. Wenn ihr den noch nicht kennt, den verlinken wir euch hier gerne. Aber herzlich willkommen bei dem Video zum zweiten Teil unserer kleinen Videoreihe zum Thema iPhone und Smartphone-Fotografie. Wir haben uns da sehr, sehr viel mit beschäftigt in den letzten Monaten und haben das wirklich immer mehr eingesetzt. Deswegen möchte ich euch in diesem Video heute mal zeigen, was da für Ergebnisse dabei entstanden sind und das mal anhand meiner Reise in Australien. Mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, wer hätte gedacht, dass wenn ich in Australien unterwegs bin, eine A7 dabei habe, eine Drohne dabei habe, verschiedene Objektive dabei habe, so viel Ausrüstung dabei und trotzdem ist diese Kamera im Einsatz, ein Handy. Da hätte man vor 10 Jahren wahrscheinlich nicht mal ansatzweise daran gedacht, dass man das wirklich professionell einsetzt. Deswegen möchte ich euch jetzt mal vom Gegenteil überzeugen und ich zeige euch einfach mal in meinem Handy, wie das Ganze aussieht. Das sind alles Fotos, die in den 3,5 Wochen, in denen ich da unterwegs war in Australien, gemacht habe. Das ist mal eine ganz kleine Auswahl. Ich blende euch das jetzt hier mal eben kurz ein, wie das Ganze auf meinem Smartphone aussieht. Das sind einige Fotos, die ich gemacht habe, die ich euch einfach mal als Beispiel zeigen möchte. Es gibt die Funktion mit der Lightroom Mobile App. Das ist ein Tipp von mir, die kann man sich kostenlos installieren auf seinem Smartphone. Darüber ganz einfach Smartphone-Fotos zu bearbeiten. Ihr könnt natürlich auch von der Sony euch Fotos in das Handy reinladen über WLAN. Ihr könnt aber halt auch super einfach die Fotos, die ihr sowieso mit dem Handy gemacht habt, in dieser Lightroom Mobile App bearbeiten. Das ist hier diese Lightroom CC-Version. Das ist jetzt quasi mal so ein erstes Foto, was ich euch zeigen möchte. Das ist halt wirklich mit dem iPhone 10 entstanden. Man mag es kaum glauben. Und wenn ich da jetzt mal kurz drauf drücke, wo ist es? Ne, das geht gerade nicht. So, genau. Hier seht ihr jetzt mal bearbeitet und unbearbeitet. Ne, das heißt, das ist jetzt das unbearbeitete Bild, was halt so aus dem Handy rausgekommen ist, was wirklich schon sehr, sehr gut aussieht. Und wenn man dann halt mal seinen entsprechenden Stil als Fotograf damit draufpackt, so eine eigene Bearbeitung findet, ein bisschen mehr Klarheit reinbringt, ein bisschen mehr Farben reinbringt. Ich habe das nochmal so ein bisschen matschiger bearbeitet, wie ihr seht. Das finde ich aber ganz cool. Den Look finde ich immer noch ganz gut. Ich habe es ein bisschen rausgenommen in den letzten Jahren. Aber bei manchen Bildern passt das sehr, sehr gut. Das ist jetzt mal so ein Foto, was einfach aus dem Auto, ich glaube, das war ein Parkplatz, raus entstanden ist, weil dieser Blick einfach sehr, sehr cool war an der Küste. Genau, und das ist auch mal so ein Foto. Das war, meine ich, in Brisbane, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, hier seht ihr halt auch, was da für Fotos entstehen können. Ich gehe noch einmal kurz zum Bild, zum ersten Bild zurück. Da kann man so ein bisschen sehen, was ich halt immer versuche, auch mit dem iPhone hinzubekommen. Dass man hat natürlich keine Tiefenunschärfe, das heißt, das Ganze ist halt komplett scharf, was man natürlich mit einer professionellen Kamera, das Problem hat man nicht. Deswegen sehen die Fotos ja immer auch mit einer Vollformatkamera viel, viel professioneller aus als mit einem Smartphone. Natürlich gibt es jetzt immer mehr technische Funktionen, dass Software dir die Tiefen und Schärfe reinrechnet. Ich bin da kein großer Fan von. Wir haben da auch mal ein Video zu gemacht hier auf YouTube, wo wir da nicht wirklich begeistert von waren. Das kann ich euch hier auch noch mal eben kurz verlinken, das Video. So, jetzt noch einmal kurz zurück, nicht zur Bearbeitung, sondern einfach zum Bildaufbau. Ich versuche halt immer in den Bildern mit den Smartphones trotzdem zu gucken, wie der Bildausschnitt ist, ob es einen goldenen Schnitt gibt, und auch achte ich vor allem auf Vordergrund und Hintergrund. Also dass man halt immer so schon eine Tiefe hat im Bild und dass halt immer der nächste Punkt, der zur Kamera ist, der am nächsten an der Kamera ist, dass der so ungefähr der dunkelste ist und der Punkt, der am weitesten entfernt ist, der hellste ist. Dadurch bekommt einfach ein Foto noch mehr Tiefenwirkung, sieht automatisch besser aus für den Betrachter. Und was halt hier auch nochmal auffällt, es ist einfach so eine Umrahmung des Fotos, dass wir halt da rechts so diese kleine Palme haben, links haben wir den Baum mit drin. Ne, also das sieht halt irgendwie schon nicht schlecht aus, das Bild, deswegen habe ich es auch gemacht, weil das einfach eine schöne Umrahmung dieses Strands war. Und deswegen finde ich das halt sehr, sehr gut, dass dieses Foto sehr, sehr gut entstanden ist, obwohl es nur ein iPhone war. Genau, das nächste Foto. Auch mal so als Beispiel wieder so ein bisschen was in den Vordergrund, dass ich da so ein bisschen über dieses Geländer drüber hinweg fotografiert habe, in diesen Garten hinein. Und das war halt auch, es war schon relativ dunkel,
was natürlich die Schwachstellen von Smartphones sind, dass das Ganze anfängt zu rauschen, aber trotzdem ging es hier. Und nach der Bearbeitung, finde ich, sieht das Bild auch ziemlich gut aus, muss ich sagen. Genau, hier war es schon die blaue Stunde und hier seht ihr halt mal so den Vergleich. Da habe ich so ein bisschen die Lichter rausgeholt aus diesem Sunday. Genau, also das finde ich halt auch sehr, sehr gut, also vor allem mit dem Smartphone fotografiert. Das ist mein Lieblingsbild eigentlich von dem Abend. Es sieht halt von der Bearbeitung her halt auch super gut aus. Man sieht halt auch, was man in den Lichtern noch so ein bisschen rausholen kann. Ist so ein Tacken HDR. Aber ich finde, es passt halt ganz gut zu der Serie. Deswegen finde ich das von der Bearbeitung super gut. Da kommt es natürlich auch drauf an, was du für einen Bildausschnitt nimmst. Da habe ich mich natürlich direkt zentral vor das Gebäude gestellt, dass dieses Geländer in der Mitte gar nicht mal so auffällt. Ne? Und dann halt direkt parallel das Handy nach oben gepackt, dass man vom Bildausschnitt her wirklich parallel zum Gebäude ist. Deswegen finde ich, dass es mit dem Smartphone, dass man dann noch mehr einfach auf die Bildgestaltung achtet und ich mir noch mehr Gedanken dabei mache. So ist es auf jeden Fall bei mir. Also viele benennen das ja Knipsen, dass man einfach nur draufhält mit dem Smartphone. Das ist irgendwie bei mir nicht so, weil ich weiß halt, was die Schwachstellen sind bei diesem Handy. Und mit einer Vollformatkamera, würde ich mal behaupten, kann man fast gar keine schlechten Fotos machen, weil man halt immer direkt diesen professionellen Eindruck hat bei einer offenen Blende. Wir haben halt nur so 1,4er oder 1,8er Objektive im Einsatz. Da sieht es halt immer sehr, sehr professionell aus, weil einfach der Vordergrund sich immer vom Hintergrund abhebt. Und das hat halt auf jeden Betrachter immer direkt einen viel, viel professionelleren Eindruck als so ein Smartphone-Foto. Trotzdem bin ich gespannt auf eure Meinung. Kommentiert das mal, was ihr jetzt zu Bild Nummer 1, 2, 3, was ihr zu Bild Nummer 4 mit dem Gebäude sagt. Schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Wir gehen mal zum nächsten Bild. Genau, das ist halt auch so ein Foto, was auch nachts entstanden ist. Und ich zeige euch mal eben kurz, ich gehe einmal kurz in meine Foto-App rein. ProCam heißt das Ganze. Und ich öffne das mal eben kurz. Genau, das ist ProCam, mein Akku ist gleich leer, sehe ich auch gerade. Und bei ProCam, das Ding kostet glaube ich 5 Euro, das habe ich mir gekauft, kann man beim Smartphone wirklich viel selber verstellen. Man kann die Belichtungszeit verstellen bis auf eine Viertelsekunde. Man kann die ISO verstellen, man kann natürlich nicht die Blende verstellen. Aber man kann schon viel selber machen. Man hat auch hier Hilfslinien, wie ihr selber seht. Also das ist schon sehr, sehr cool, was man mit dieser ProCam-App alles machen kann. Die habe ich mir gekauft und da habe ich das halt eingesetzt. Ich glaube, da habe ich mit einer 20. Belichtungszeit fotografiert, damit ich die ISO nicht so hochziehen muss, auch mit dem iPhone. Deswegen meine Empfehlung an euch, diese ProCam-App findet ihr im App Store oder bei iTunes. Deswegen habe ich da dieses Foto jetzt mit dieser App gemacht, dass ich ein bisschen Einfluss auf die Einstellung in der Kamera habe. Genau, hier mal so ein Beispiel, wie das mit schlechterem Wetter aussieht. Das ist natürlich viel, viel unspektakulärer als das Foto von eben. Wo ist es? Genau, das war ja das erste Bild. Das sieht natürlich mit Sonne, mit gutem Wetter viel, viel besser aus. Ja, hier natürlich ein bisschen haben wir die Wolken noch ein bisschen mehr rausgeholt, ein bisschen mehr Kontrast, ein bisschen mehr Klarheit reingebracht. Aber trotzdem, ich finde, aus der Hand geschossen mit dem Smartphone kann man sich das, glaube ich, ins Wohnzimmer hängen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo wir geblieben sind. Genau, hier sind wir. Hier auch mal so ein paar Beispiele, wie das aussehen kann. Das war jetzt die Great Ocean Road, die 12 Apostel, falls euch das was sagt, in Australien. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sehr coole Aufnahmen. Ich habe da natürlich auch Fotos mit der A7 gemacht. Natürlich habe ich auch die Drohne starten lassen. Aber trotzdem habe ich auch Fotos mit dem iPhone gemacht. Und das sind wirklich jetzt die Fotos mit dem iPhone aus der Hand geschossen. Hier halt auch wieder super gutes Wetter. Da kann man natürlich keine Drohnen starten lassen. Flugverbot etc. Das ist jetzt ein Drohnenfoto, was ja eigentlich gar nicht drin sein soll. Was wollte ich euch zeigen? Das Foto wollte ich euch zeigen. Genau, und damit kommen wir so zum letzten Foto, was ich euch jetzt mal zeigen wollte. Da sieht man halt auch, was man halt, auch wenn es zu dunkel belichtet ist, was man danach auch bearbeiten kann. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten, auch nachher bei der Bearbeitung, ohne dass es anfängt zu rauschen. Und wir haben jetzt hier, glaube ich, 12 Megapixel sind das in dem iPhone verbaut. Und das reicht wirklich für die meisten Einsätze, vor allem im Urlaub reicht das komplett aus. Also deswegen auch die Behauptung, 95% aller Aufnahmen, die du machst, reicht das iPhone oder reicht dein Smartphone vollkommen aus. Vor allem, wenn man daran denkt, was das Huawei momentan mit drei oder vier Kameras, was die schon können,
Es ist unglaublich, deswegen ist das gar nicht mal die aktuellste und beste Kamera in einem Smartphone auf dem Markt. Deswegen bin ich gespannt, was sich da noch so entwickelt. Die Software wird sich natürlich weiterentwickeln, aber trotzdem glaube ich einfach, dass wenn man sich mehr Gedanken dabei macht, auch mit seinem Smartphone im Urlaub oder auf der Reise, wenn man damit Fotos macht, reicht das vollkommen aus. Und ich bin wirklich der Meinung, bevor ihr jetzt eine riesen Ausrüstung mitschleppt, mit Zoom-Objektiven, mit riesen Tamtam, und ihr fragt euch jeden Morgen im Hotelzimmer oder egal wo ihr seid, soll ich das alles mitnehmen? Was soll ich mitnehmen? Auf was kann ich verzichten? Und das sind so die Fragen, die ich mir immer stelle, obwohl ich schon sehr, sehr minimiert habe. Und dann wirklich würde ich vielen Leuten empfehlen, einfach zu sagen, komm, pass auf, ich nehme das iPhone mal mit und versuche damit mal wirklich gute Fotos zu machen. Das geht natürlich bei bestimmten Sachen, geht das nicht. Ich war jetzt in Panama, wollte ein Faultier fotografieren. War 50, 60 Meter weit weg. Da hatte man natürlich ein Problem, aber da haben wir halt auch andere Leute ein Problem, die kein 300 oder 400 mm Objektiv an ihrer Kamera dabei haben. Deswegen gibt es, glaube ich, nie die perfekte Lösung für alles. Und trotzdem bin ich halt der Meinung, dass ihr auch mit so einem, mit eurem Smartphone unterwegs sehr, sehr gut aufgestellt wärt. Das jetzt zum Thema Australien, Reise und iPhone oder Smartphone-Fotografie. Ja, als nächstes Video, wir haben es schon im ersten Video ein bisschen angekündigt, erwartet euch ein Thema, was ich angegangen bin, und zwar auf einer Hochzeit mit einem Smartphone fotografieren. Ich hatte das schon ein paar Monate im Kopf. Ich habe mir gedacht, eigentlich muss man das mal machen, muss man das mal ausprobieren, weil ich wirklich der Meinung bin, dass Brautpaare, die sich nicht jeden Tag wie wir professionelle Fotografen mit Fotos beschäftigen, die sehen effektiv keinen Unterschied oder nur einen minimalen Unterschied und sind trotzdem mit dem Ergebnis zufrieden. Das seht ihr im nächsten Video und stelle ich euch mal dieses Projekt vor, was ich da mal angegangen bin. Das war Nummer 2 aus dieser Videoreihe zu Sachen iPhone oder Smartphone-Fotografie. Was ist eure Meinung dazu? Packt das mal in die Kommentare rein. Würde uns auf jeden Fall sehr, sehr kommentieren, sehr, sehr freuen. Und ja, euch vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr uns noch nicht kennt oder noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Wir veröffentlichen hier fast jede Woche ein neues Video. Wir haben auch einen Podcast, den Hochzeitsfotografen-Podcast mit Stefan und mir. Auch jeden Montag neu, verlinken wir euch auch in der Beschreibung. Ja, und wenn ihr noch irgendwie ein paar Informationen haben wollt, packen wir euch das auch nochmal unten mit rein mit so ein paar Presets. Mobile Presets heißt das Ganze von, ja, von Julia und Jill zum Beispiel oder von anderen Fotografen gibt es da coole Sachen, womit ihr eure eigenen Fotos am Smartphone sehr, sehr gut bearbeiten könnt. Das dazu, vielen Dank fürs Einschalten und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!